So, hallo liebe Sportsfreunde. Ich mache heute mal eine Fahrradtour, einmal um Stein oder Meer. Wie ihr hier seht, das ist das Schloss von Hagenburg. Das ist eine Rhododendronallee. Die hat der Schlossherr früher für seine Frau gepflanzt. Ein Zeichen der Liebe. So, hier im Naturschutzgebiet. Alles voll mit Wildgänse. Tausende. Da ist auch raus, ne? Hier im Mardorf gibt es auch Wasserbüffel, die sie eingesetzt haben, um die Wassergräben freizuhalten. Vielleicht sehe ich die noch, dann filme ich die auch. So, hier bin ich im Naturschutzgebiet am Stein oder Meer. Wie ihr seht, alles voll mit Vögeln. Das ist mitten im Naturschutzgebiet. Hier liegt noch ein altes Fischerdorf im Sumpf. Und jetzt muss man hier ungefähr einen Kilometer lang gehen, bis man zum Turm kommt. Wunderschön hier, kann ich nur empfehlen. Vogelturm ist jetzt hier. Dann wollen wir mal hochgehen. Da kann man es über die ganze Stadt nur da mehr sehen. Guckt euch die Aussicht an. Morgens kann man hier auch die Seeadler beobachten. Hier gibt es Fischotter. Also alles, was die Natur so hergibt. So, ganz da hinten ist eine Insel. Das ist Insel Wilhelmstein. Und die kann man auch mit einem Boot erreichen, mit so einem Boot. Und
Auf der Insel Wilhelmstein ist eine Burg mit Folterkeller, noch in Alten und all sowas. Sehr interessant. So, ganz da hinten ist eine Insel. Das ist Insel Wilhelmstein. Und die kann man auch mit einem Boot erreichen. Mit so einem Boot. Und auf der Insel Wilhelmstein ist eine Burg mit Folterkeller, noch in Alten und all sowas. Sehr interessant.